die scheiß Brücke machen, dass ich nicht immer in die Lava falle, okay? Ja, ja, mach das. Kein Ding. Markus, ich komm dir furzend hinterher. Ey, das ist mein Furzkissen. Ey, das packst du nachher wieder in die Kisten. Au. Au. Ah ja, du hast schon 200 Leben. Ich habe jetzt gerade mal 120 und jetzt hat 140. Wann bekomme ich mal wieder was? Hey, ja. Keine Ahnung, was gesagt, dass du was bekommst. Das dieses hat, ja. Skelett, ich hasse es. Kannst, ja, ich habe noch keine Zauber, ich muss in den Nahkampf gehen. Du kannst von mir einen Bogen haben. Ich habe einen Bogen. Was für ein? So ein. Ja, kriegst du das. Oh nee, schon wieder Fledermaus. Hau ab, ich hab dich, ich hasse dich. So, dann habe ich ein bisschen mehr Platz hier. Minus 18 Damage. Verkaufen und dir einen neuen machen. So ab. Ne, wir haben fast kein Gold, sehe ich. Bist da mal die Pfeile auf. Hm. Wenn Pfeil ankommt, der sagt Bescheid. Nee, mein Terrarier hängt sich auf. Wenn Pfeile ankommt, dann sag Bescheid. Ich muss kurz was machen. Ich tu meine Aufnahme stoppen, aber Markus, du kannst ja weiter aufnehmen. Ja, werde ich auch wahrscheinlich weiter praktizieren. Ja, bis gleich. Warum musst du Aufnahme starten? Oder er muss mir gar nicht erst antworten. Haut ab. Mach mir jetzt einen auf Dämonite Ohr, einen neuen Bogen. Na, zieh mich ruhig in die Lava. Zieh dich ruhig in die Lava, Markus. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal die Hölle meiden. Glaub auch. Habe ich jetzt irgendwas Wertvolles mitgebracht? Nein. Na toll. Warum gehe ich in die Hölle? Gut, wir wollten ja in den Richtung, in die Richtung Jungle gehen, ne? Hab ich gehört. War auf der Kupferbahn drin, ne? Achso. Kann ich ja den verkaufen. Schieß mich ruhig mit irgendwelchen Holzpfeilen an. Das war kein Spaß. Okay, sonst noch gucken, ob wir es verkaufen? Nein, ne? Hör mal bitte auf. Ich sagte bitte. André! Da bin ich auch schon wieder. Baby. Möchte der Markus mit mir mitgehen und in die rote Gruppe scheunen? Gerne doch. Rot. Können wir blau machen? Andres, können wir bitte blau machen? Wir können die zwei Andres runtergehen. Oh. Okay. Gut. Kommst du blau? Nee, ich bin jetzt grün, weil da gleich die Goblin-Armee kommt. So ein Scheiß. Wo ist Andres? Ist der rausgegangen, oder? Ja, irgendwie fehlt jemand, oder? Egal. Bitte, von denen abgeschmiert. Wahrscheinlich. So. Ja, Goblin-Armee! Ach nee, Westen war links. Sorry. Sorry. Nicht ohne rechts. Ost. Da stand East. Ost, rechts. Oh, stand Osten. Guck ja, doch. Ist gut. Ich hab schon mal nachgeschaut. Sorry, ich hatte West gelesen. Aber. Aber. Ich nicht lesen kann, das wissen wir alle. Markus, wie war das mit Heiltränken? Was hast du so an Heil? Gar nichts mehr. Komm mal her. Komm mal, ich werde nur beschossen von irgendwas. Jetzt hab ich 14 und du 14. Danke. Das sind aber die guten. Na wie jetzt, wann kommen die da? Achso, das ist ja die Vorankündigung. Jetzt kommen sie, ja! Noch nicht, irgendwie brauchen die noch eine halbe Stunde. Jetzt brauchen jetzt die. Kommt die, oh, sorry. Jetzt kommt die Musik! Jetzt ist sie erst da. Jetzt kommt die Musik! Und natürlich, André macht alles. Oh, André macht mal was. Und er macht Schaden. Wir können die Steine, diese Troppen, ganz gut für den Boss brauchen. Weil wir Bosse brauchen. Also da ist er einfach wahr. Die Troppen keine Steine. Doch, so. Ich will seinen Zauber haben. Die Troppen, Spiky Balls, das sind hier die. Ja, die meine ich doch. Das sind keine Bälle. Blöcke. Du musst doch ja wissen, Bälle. Steine, Bälle, mein Gott. Ich habe auch Bälle in der Hose. Ich habe ein Widescreen. Oh, André lebt hier. Ich meine, der arme Guide, er wird vergewaltigt. Der ist so wie du.
Ja. Entschuldigung. Stopp, ich kann das auch. Kann ich schießen. Auch. Au. André, ich hatte, wieder der erste. Ich hatte nicht genug Life. Lach nicht. Das hat nichts damit zu tun. Doch. Okay. Wurde nicht mal wieder geraped. Wo ist mein blauer Maus? Hier. Hier kommt mein richtig cooler Bogen, der minus 14 Damage und so. Aua. Stopp, meine Freunde, stopp! Okay, dann. Ja, gegen welchen Boss willst du denn bitte schön die Spike Boards gut einsetzen? Wall of Flash, etc. Der... Was? Wie heißt der? Ach, ich hab schon wieder. Dieser Ding-Boss. Der Bomb-Boss, da ist es verdammt dann effektiv. Ja, die Dinger jetzt nicht benutzen. Sag das andere. Haben wir noch halt? Irgendwie leckt es ab und zu. Unterstützung ist da. Der leckt am. Und ich esse einen Pilz, ma. So ein Pilz ist auch lecker. Halt aber. Scheiß. Ah, ich hab 8 HP. Trinken Trank. Kann ich nicht, weil ich einen Pilz gegessen habe. Warum habe ich Pilze im Inventar? Pack doch einfach die Heiltränke oben hin. Also höher. Nein, ich hab einfach, ich krieg immer auf H. Nein, das meine ich gar nicht, aber gegen wen kämpft ihr denn? Aber wenn im Inventarplatz oben die Tränke sind und Pilze unten, dann würden die werden die Heiltränke benutzt, so. Zum Thema Terraria. Zum Thema Terraria wissen, ne? Woher kommen die ganzen Bälle? Von den Gegnern. Von meiner Hose. Nee, ich meinte, da kamen gerade ein paar Bälle aus dem Boden raus. Hey, ich bin schon am Grund, dass ich es mitbekommen habe. Ey, hier geht auch gerade eigentlich schon ab. Aber nur leicht. Natürlich. Nimm ha, ich hab mich noch gehielt von einer Nutte. Ach stimmt, ja, die lebt ja auch noch. Wo ist denn die? Hä? Da hinten. Das ist ein Gegner. Ey, unsere Haustür fällt. Aua. Erzähl. Unsere Haustür fällt. Hab ich einen auch noch rein? Ja, ich glaube, das ist ja was. Los, André, geh in Nahkampf! Okay. Stopp, du! Oh, André, musst du wieder mit die Leute mit deinem Sack töten? Okay, warte, ich hol meine Geheimwaffe. Krankenschwester, du so heil mich! Geht doch. Jetzt kommt meine Geheimwaffe. Also, ich beschäftige mich nochmal ein paar. André, tut wieder die Gegner mit ihr mit seinem Sack töten. Anfurzen! Das glaube ich wenig. Sehr wenig, eigentlich. Eigentlich war Zach ist tot, endlich! Ich hasse diesen Guide. Wow, wie hat... Wieso? Zach, das für ein Name. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Vielleicht der... Tomatensauce. Weißt du, wenn alle in eine Richtung laufen, macht's viel Sinn. Natürlich, an uns laufen sie alle hinterher. Ich hab hier noch 3 HP. Und damit seid ihr alle down, ihr Arschlöcher. Und André schert nochmal. Das durfte ja nicht fehlen, ne? Sag mal, wie viel Schaden wollt ihr noch fressen? Okay, wir setzen uns mal wieder eine neue Tür ein, hä? Ich hab keine Tür. Ich muss heute für eine kraften. Ja, kraften. Ja, mach ich denn? Okay, denn... Du sparst bald. Okay, ich komm mit. Ich sollte ein Bett bauen. Wäre intelligent, aber haben wir so viel... Ja, gut, wir haben so viel Dings. Cody. So. Cody? Nee, den müssen wir töten. Ich mag den Namen okay, nicht. Okay, wo ist er? Davon musst du die Voodoo-Puppe tragen, dann kannst du ihn töten. Oh, das will ich machen, das will ich machen. Wir haben noch keine. Das ist meine Aufgabe als Special Guest. Wir haben noch keine. Doch, hast du? Hier war irgendwo eine. Ganz rechts oder so. Wie mache ich nochmal ein Bett?
Du brauchst Holz und Silk. Und dann musst du an die Sägemühle. Vergiss immer das Holz. Mal habe ich immer Holz im Inventar. André, was machst du in der blauen Party raus da? Blaue Party. Da ist die Voodoo Doll. Special André? Ja. Moment, ich gebe dir gleich mal was in die Hand und dann darfst du mal was machen, okay? Ich nehme das als okay. Also ja. Ich komme nicht an die Kiste. Doch, jetzt. Wo ist das ganze Holz hin? Wir haben gar kein Holz mehr. Ich habe nur 16 Holz. Willst du das haben? Oder müssen wir auch habe vorhin die ganze Zeit mein ganzes Holz hier in die Kiste hier reingesetzt. Wer braucht Holz? Ist schon leer. Andreas, du brauchst ganz Holz. Ich lauf schon mal vor. Okay, ich hab schon mal. Nee, warte mal, Moment bitte noch. Du mal rechts die links die ganzen Grabsteine entfernen, ist ja lächerlich. Außer das von Suchti. Tut mir leid. Hätte ich dann was decepted by a wooden arrow. Hier Special André. Du kriegst einen Hammer und damit darfst du jetzt alle Grabsteine bitte entfernen, okay? Außer den einen. Und dann in der Hölle weiterfahren. Nein. Das kann der andere André tun. Ja, André. Such den Job und lauf mir nicht hinterher. Das ist aber Zuckermarsch. Fäll ein paar Bäume. Ich will die Boot suchen. Die wirst du jetzt nicht so einfach finden. Was ist da runter? Ja, hallo. Hi. Was denn du? Du sollst runter in die Hölle gehen. Ja, ich suche die Boot. Ich will in eine Höhle und da die Boot suchen. Ja, schön für dich. Ja, das ist aber kein die Boots. Du gehst jetzt in die Hölle und suchst Leben. Und tust Hellstone abbauen. Ich kann auch rausgehen. Ich sterb da aber immer so schnell. Ja, aufpassen. Marc ist auch schon die ganze Zeit gestorben, weil du musst. Hey. Ich hab so wenig Leben. Ich geh doch nicht deswegen jetzt in die Hölle, verdammt. Bin ich vorhin. Obwohl doch eigentlich schon. Ja, 200 Leben. Komm, verarsch mich. Wo du rumgepusst hast, ich will nicht mehr, ich will jetzt MW2 zocken, da haben ich und Markus weiter aufgenommen, da bin ich auch mit 100 Leben, sammelt die Grabsteine ein, 100 Leben reingegangen. So, ich habe alle Grabsteine entfernt, die ich zu sehen konnte. Kannst du an Tränen nerven. Okay, wo ist er? In der Hölle. Wie ist er denn gleich in Party, dachte ich. Hölle. Warte mal. Warte, du kannst, André, du kannst die, den Weg zur Hölle mit Stein machen, links und rechts. Also ich habe hier gerade bei dem, Bett gesaved, ne? Wäre vielleicht schlau gewesen, hätte ich auch machen sollen, aber ich habe es keinen Bock zurückzulaufen. Da ist jemand bequem. Ah! Geh zurück! Nein! Ich denke da gar nicht dran. Ich kenne die D-Taste nicht, was ist das? Die D-Taste ist eine Taste, die auf der Tastatur vorhanden ist. Oh. Ich fühle mich schlau. Das ist mir neu. Ich kenne nur WAS. Ich kenne nur WAS. Die D-Taste kenne ich nicht. Das ist schlecht als Gamer. Wow. Was hat denn? Nein. Oh mein Gott, ein Abgrund. Hui. Kannst du nicht jumpen wollen? Voll einfach. Ja, kannst du einen Moment noch warten? Nö. So, gar nicht auf mich gewartet. Es geht ja nicht drum, ob ich auf dich warte oder nicht, aber es geht drum. Ich möchte nicht allein gelassen werden. Ich möchte nicht sterben. No. Aua. Hau ab, du Old Eater. Hau ab, du Big Eater. Weiß, wenn ich wieder hier bei Ding gejoint, gespawnt. Die heilige Treppe von Marco. Meine Treppe. Weißt du, da macht man was mit Herzliebe und was nicht alles. Die wird immer so stört. Ich fand es so geil, wo du gerade mit der Treppe fettest war und ich spawn da. Du so. Du Arschloch. Du hast meine Treppe kaputt. Das ist nicht witzig. Ich wette doch selbst deine Treppe kaputt.
Damit wette ich. Hätte dir eine eingetreten, dann wüsstet ihr, wie ich mich fühle. Komm, Markus, töte dich ganz kurz selbst und dann wirst du sehen, dass du sie selbst kaputt